Im Münchner Norden liegt unsere Stadt. Willkommen aus Kottan. Ich darf begrüßen Emre Tunç. Hallo Emre. Hallo. Wir werden euch heute nicht nur den Emre, natürlich auch die anderen neuen mal persönlich vorstellen. Emre, erzähl mal kurz, wie waren so die ersten Eindrücke von dir jetzt, von den ersten Trainingseinheiten? Ja, auf jeden Fall was Neues für mich. Also die Trainingseinheiten sind mal ganz anderes und ich ist sehr hart für mich, sammle hier Erfahrungen. Die Jungs sind einfach spitze. Mhm. Und bei jeder, das heißt, die Jungs haben dich gut aufgenommen? Ja, auf jeden Fall. Bei jeder Gelegenheit helfen sie mir, wo ich stehen soll, welche Laufwege ich machen soll. Und wie gesagt, die sind echt spitze und helfen mir so viel, wie es geht. Also hast du schon mal in der ersten Woche viel Positives erlebt, aber auch viel Kraft lassen müssen. Warum VfR? Ich finde, es ist eine gute Option, mich hier weiterzuentwickeln. Von meiner Wohnung dauert es auch 10 Minuten. Da ist es auch optimal für mich. Und wie gesagt, also die Mannschaft ist sehr jung und man hat mit denen viel Spaß und man kann auch hier viel lernen. Was erhoffst du dir von dieser Saison beim VfR? Auf jeden Fall viele Einsätze zu bekommen, so viele Tore wie möglich zu schießen. Das ist auch eigentlich mein Ding. Also in der letzten Saison. Ja, bei Deisenhofen hast du ja recht viele Tore geschossen. Genau, auf jeden Fall, ja. Und daher, also... Okay. Ja. Und was meinst du am Ende des Jahres, wo könnte der VfR nach deinen ersten Eindrücken stehen? Also ich denke, dieses Jahr werden sie schon ganz oben mit dabei sein. Also unter den ersten vier Plätzen, wie letztes Jahr auch, bis zur achten Woche waren sie ja unter den vieren Top. Und da, ich glaube auch, dass es dieses Jahr genauso sein wird. Wunderbar, dann sage ich erstmal danke. Wir suchen uns den nächsten Neuzugang. Ich darf jetzt begrüßen Matthew Durenz. Hallo, grüße Servus. Dich. Servus. Hallo. Matthew kommt aus Kanada ursprünglich, deswegen ist sein Deutsch nicht so gut. Trotzdem werden wir ihn ein, zwei Fragen stellen. Matthew, wie war die erste Woche für dich? Ja, war ganz toll, war super, sehr intensiv, aber hat mich gefreut. Ja, fußballisch war ganz gut, sehr viele gute Spiele hier bei Garching und ja, freut mich schon auf die ganze Saison. Das hört sich ja schon mal sehr gut an. Wie hat denn die Mannschaft dich aufgenommen? Ja, sehr gut, also... Jeder sagen jetzt Spitznamen für mich, also Matti und so. Und ja, das ist schon sehr, sehr, ja. Sehr familiär? Sehr familiär und ja, das freut mich schon. Das ist schon mal schön. Warum VfR? VfR, weil das ist für mich ein ganz, ganz starker Club. Das wollen immer nach weiterkommen. Die wollen immer Fußball spielen. Die haben eine sehr gute Trainer mit der Daniel. Und ja, ich denke auch, dass. Das ist eine gute Mannschaft für mich, um mich weiterzuentwickeln. Also, ja. Da du es gerade ansprichst, weiterentwickeln, was erhoffst du dir von der Saison? Von der Saison her, ich will einfach als ja, die jüngste Spieler auf dieser Mannschaft hier einfach mich weiterentwickeln als ein Fußballer und das ja, einfach meine Ziele erreichen. Deine Ziele, was meinst du, ist das Ziel für den VfR Garching? Wo meinst du, stehen wir am Ende der Saison? Ja, ich hoffe, dass wir... irgendwann in die dritte Liga aufsteigen. Ich glaube, das wird schwer dieses Jahr. Klar, mit vielen neuen Spielern. Aber die erste Woche sieht schon super aus. Also hoffentlich ja, machen wir das dann. Vielen Dank, dass du Zeit hast. Und ich muss sagen, dein Deutsch ist doch recht gut. Jetzt suchen wir uns den nächsten. Dank. Dankeschön. Ja, jetzt darf ich begrüßen Tom Zimmerschied. Hallo Tom. Hallo. Jetzt für dich natürlich auch die Frage, wie war die erste Woche? Die erste Woche war... recht positiv, bin gut reingekommen, war natürlich anstrengend, jetzt Vorbereitung ist immer anstrengend, aber insgesamt bin ich recht zufrieden. Das hört sich schon mal gut an. Wie hat aber die Mannschaft dich aufgenommen? Ja, alle haben mich gut aufgenommen, sind ja auch relativ jung im Durchschnitt und ja, verstehen uns gut. Ein paar Spieler kenne ich noch von früheren Jugendzeiten, also von früheren Mannschaften und ja, die haben mich gut aufgenommen alle. Was meinst du, ist in dieser Saison für dich persönlich drin? Ja, ich will auf jeden Fall jetzt erstmal reinkommen, so in den Erwachsenenfußball reinkommen und natürlich möglichst viel Spiele sammeln. Und ja, dann werde ich sehen, von Spiel zu Spiel schauen und schauen, was mich erwartet. Was meinst du jetzt nach den ersten Eindrücken? Das hast du ja die Spieler ein bisschen kennengelernt, die sind recht gut drauf, also ihr habt viel Spaß, wie ich ja mitbekomme. Was meinst du aber zum Ende der Saison, wo könnte der VfR stehen, wenn du eine Einschätzung geben müsstest? Ist für mich jetzt relativ schwer, weil ich die Mannschaft jetzt doch noch nicht so gut kenne, aber ich denke, das Ziel von uns allen ist, möglichst weit oben mitzuspielen und ja, ich denke, wir haben auf jeden Fall das Zeug dazu, im oberen Mittelfeld zu landen und wie weit es dann nach oben geht, wird man sehen. Dann.
Ja. Okay, ist das ein Grund, warum du auch zum VfR gekommen bist oder warum bist du zu uns gekommen? Ja, deswegen auf jeden Fall auch. Und letztendlich auch, weil mein Berater das als gute Möglichkeit sieht und ich natürlich selber auch. Ich kenne den Trainer jetzt auch schon ein bisschen besser und ja, ich fühle mich hier auch relativ wohl jetzt schon. Ja, dann wünschen wir dir schon mal alles Gute für die Saison und wir suchen uns jetzt den nächsten. Danke dir. Danke. Ja, jetzt bei uns Kai Fritz. Kai, ich grüße dich, hallo. Servus. Auch an dich die Frage, wie war die erste Woche? Ja, die war schon ganz schick geschmeidig. Also, aber so wie man sich eine Vorbereitung vorstellt, der Trainer gibt schön Gas, die Jungs ziehen alle mit und macht Spaß wieder anzugreifen. Das heißt, der Pierre hat euch richtig über den Platz gehetzt, der Athletiktrainer? Beide. Das hört man gerne. Wie hat denn das Team, also die Mannschaft jetzt, dich speziell aufgenommen? Ja, sehr gut, alles super Jungs. Also es macht richtig Spaß mit denen nach der ersten Woche und da entwickelt sich eine richtig geile Mannschaft. Dann kommen wir gleich zum Wesentlichen. Was erhoffst du dir in dieser Saison? Ja, persönlich natürlich so oft wie möglich zu Null zu spielen, das weiße Shirt behalten und mit der Mannschaft. Ich sag mal, Hauptziel ist natürlich ein gut gefestigter Mittelfeldplatz und wo wir dann am Ende stehen, das werden wir nochmal sehen. Mittelfeld? Hört sich doch gut an. Das hört sich sehr gut an, das würde ich sofort unterschreiben. Gar keine Frage. Was meinst du, heute ist ja ein Benefiz-Turnier hier in Kottan. Wie siehst du das? Ja, ist eine super Sache, Benefiz-Turnier, immer gerne. Und auch hier mit den Wohnmobilen auch ein bisschen Demut zeigen, der super Luxusbunker im Hotel. Und mit Bayern, Memmingen und Kottan ist das Turnier richtig gut aufgestellt, gute Vorbereitung. Sieht man gleich mal zum Start, wo wir stehen. Und da du die Wohnwagen gerade ansprichst, Freistadt war ja so nett und hat uns die zur Verfügung gestellt. Wie war denn die Nacht? Saugeil, also wirklich, das macht Spaß. Man ist mit den Jungs auf engem Raum zusammen, man wächst als Mannschaft zusammen und das ist natürlich der Hauptgrund auch. Wunderbar, sage ich danke erstmal für diese Worte. Gerne. Ich wünsche dir noch viel Spaß heute und wir schauen mal, wie wir noch finden. Ah, jetzt bei mir Joey Brenner. Hallo Joey, grüß dich. Hallo, hi. Ah, muss ich gleich ein bisschen nach oben schauen. Wie war die erste Woche für dich? Super, perfekt. Super aufgenommen worden hier. Anstrengend natürlich, weil ich das Niveau natürlich auch noch nicht gewohnt bin, das Tempo, aber muss sagen, macht Spaß. Okay, das hört sich gut an. Wie hat die Mannschaft sich denn aufgenommen? Ja, klasse. Also ich kannte viele Jungs ja schon vom Trainingslager jetzt im Winter, war ich ja auch schon dabei und macht Spaß, ist gut. Okay, dann gehen wir mal zum nächsten. Warum hast du dich dann, wenn du schon im Trainingslager dabei warst, gibt es ja auch einen Grund, warum du dich für den VfR entschieden hast? Der wäre welcher? Ja, zum einen natürlich, weil die Jungs einfach super sind, also wir verstehen uns gut. Zum anderen einfach, weil es für mich einfach ein Entwicklungsschritt ist und ich einfach mal schauen wollte, wie hoch es für mich noch geht. Und ja. Das heißt, was erhoffst du dir denn von der Saison? Ja, für mich selber oder für die Mannschaft? Erstmal für dich persönlich. Für mich persönlich einfach mich weiterentwickeln und Ja, ist eine schwierige Frage, ja, ich genau, weiß, aber gehen wir mal auf die Mannschaft. Was meinst du denn? Ich meine, dadurch, dass du sie in der Winterpause auch im Trainingslager warst, kennst du ja schon die Spieler, viele, die dabei waren. Was meinst du Ende der Saison, wo könnte der VfR stehen? Ja, ich denke auf jeden Fall, dass wir die Klasse halten können und dann schauen wir mal, wie weit es nach oben noch geht, oder? Das sind mal ehrliche Worte. Dann suchen wir uns jetzt nochmal den nächsten. Gebe ich das Mikro an den Messiu, da der Hiroko Kotani ist unser Neuzugang aus Japan und der ist leider auch nicht der deutschen Sprache so gut mächtig und der Messiu hat gesagt, dann führt er halt das Interview und da wollen wir ihn nicht dran hindern. Hi, Hiro. How are you? Yeah, I'm fine. Good. So, how was your first week at VfR Garching? Yeah, it was good because everyone is very kindness, so I was very happy to come here. Fantastic. Great. Second question I have for you is how do you fit into the team? Are you fitting in well with the team? How has it been the last few training sessions last week? It was good. So, I have to more run in Deutsch. So I have to, of course, communicate in Deutsch. Yeah. So, yeah. Yep. You're doing fine for now. That's good though. You're improving. Also, what are your personal goals for this season? What do you want to achieve for this year? I want to become a good player in Germany. So I will do best. Yeah, perfect. And what do you think the team should look forward to this season? What do you think that they should try and achieve this season? What do you think we should? I think that Garching is a very good team, so
coach, and Daniel is also good coach. So Priya is also good. So we will become a very good team. So yeah. Fantastic. And final question: why did you choose Garching? Why did you choose for Garching for the team you want to play with now? Before I come to Garching, I played the Borussia Southern. Yeah. That is also a very good team, so but I want to more high level to play, so come here. Perfect. Thank you for the interview, appreciate it. Also, der Hirte hat gemeint, dass die Mannschaft ist sehr, sehr gut. Die erste Woche hat sich sehr gefreut, dass der Daniel ist ein sehr guter Trainer, dass er hat die gute Hoffnung diese Saison, hoffentlich in der Regionalliga gut zu spielen. Er will sich weiterentwickeln dieses Jahr als seine Spieler persönlich und er hat entschieden VfL Garching weil zu spielen dieses Jahr, weil das war einfach für ihn. Er hat sehr gute so Kontakte hier und dass er wollte einfach sich weiterentwickeln hier und das hat er gute Chance hier. Ja, vielen Dank, Matthew. Dafür, dass er kein Deutsch kann, konnte er jetzt gleichzeitig super gut übersetzen. Wir suchen uns den nächsten. Danke euch. Ja, jetzt darf ich begrüßen Dominik Kepp. Hallo, grüße Hallo. Dich. Grüß dich. Dominik, wie war die erste Woche für dich? Ja, wir haben gleich mal ziemlich hart losgelegt. Also es ging gleich mal los. Da habe ich erstmal gestaunt, wie man das so macht. Ist ein anderes Niveau, oder? Vom Niveau her ist es eigentlich kein großer Unterschied zur U19-Bundesliga, finde ich. Aber es wird auf jeden Fall härter zur Sache gegangen. Also körperlich ist es mehr? Es ist auf jeden Fall körperlicher, ja. Okay, wie hat denn die Mannschaft dich aufgenommen? Wir wurden alle gleich super integriert. Alle kannten sofort unsere Namen und die Jungs machen alle einen super Eindruck. Musstet ihr denn als Neulinge irgendwie was machen, keine Ahnung, irgendein blödes Lied singen, irgendeinen Vortrag halten oder whatever? Oder? Nee, noch nicht, aber... es wurde schon angedeutet, dass wir alle nochmal singen müssen. Ah, okay, dann sind wir mal gespannt. Du, eine Frage, warum VfL Garching? Ich hatte zwei, drei gute Gespräche mit dem Daniel Weber. Ich hatte dann ein Probetraining bei Rosenheim und bei Garching. Und bei Garching haben die ganzen äußeren Umstände, die Trainingsbedingungen und alles einen super Eindruck gemacht. Der Trainer, die Mannschaft... Also du alles hast mehr drin. Potenzial für dich persönlich hier gesehen, höre ich so ein bisschen raus, auf oder? Auf jeden Fall, ja. Wenn wir schon bei Potenzial sind, ist natürlich auch die Frage, was für ein persönliches Ziel hast du denn für diese Saison? Ich will so viele Spiele wie möglich machen, sehr viele Einsätze sammeln und mit der Mannschaft zunächst erstmal die Klasse halten und dann mal schauen, was nach oben geht. Okay, damit hast du mir die Frage auch schon beantwortet, wo du den Verein siehst. Gibt es sonst irgendwas, was dir spontan einfällt, was die Leute von dir wissen müssten? Also ich habe auf jeden Fall Bock auf die Saison und ich werde mein Bestes geben, die Mannschaft zu unterstützen und wir werden auf jeden Fall ein geiles Jahr haben. Das hört sich gut an. Wir freuen uns natürlich wieder über offensiven Fußball. Ich hoffe, da trägst du deinen Teil bei. Das war die Vorstellung unserer Neuen. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, auf Wiedersehen.